Carlos Ghosn sieht sich als Opfer einer Verschwörung. Das sagte der in Japan inhaftierte Ex-Renault-Nissan-Mitsubishi-Chef in einer Videobotschaft. Darin beteuert Ghosn seine Unschuld und spricht von einem hinterhältigen Angriff durch Kollegen. Der 65-Jährige ist wegen Verstoßes gegen japanische Börsenauflagen und Veruntreuung von Nissan-Geldern angeklagt. Ich rede hier nicht über die Nissan-Mitarbeiter. Vor denen habe ich viel Respekt. Ich spreche von ein paar Führungskräften, die offensichtlich aus eigenem Interesse und aus eigenen egoistischen Ängsten eine Menge Werte vernichten. Sie kennen die Namen. Es geht um Leute, die wirklich ein sehr schmutziges Spiel gespielt haben. Der Manager war erst vor kurzem gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Vergangene Woche wurde er erneut in Tokio festgesetzt und dann am Montag aus dem Nissan-Verwaltungsrat entlassen.